Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Cobalt. Ja, viel Spaß! Und da sind wir. Ja, bei dem Spiel werde ich glaube ich nicht die ganzen Dailies machen, weil ich habe das sowieso ja immer die Probleme bei dem Spiel, dass ich die Dailies gar nicht schaffe. Mein Schiff ist kaputt. Schnell reparieren. Gratis. Warum ist mein Schiff kaputt? Wurde ich angegriffen? Das finde ich aber nicht nett. Rekrutieren. Oh, ein. Da-da-da-dan-da-dan. Oh, habe ich alle. Nee, alle nicht. Ja. So. Was haben wir hier noch? Ah, die. Ach, da, da. Die Tagesquest. Erste Tagesquest fertig. 24 Stunden Ruhe eingesammelt. Okay. Dann schauen wir mal. Was wird vorgeschlagen zum Bauen? Warte mal, da war noch ein Plus für. Vier Minuten. Fertig. Und da nicht. Okay. Das ist auch noch auf 1. Und den kann ich schon auf 2 machen. Vielleicht kriege ich meine eine Quest fertig, dass ich die Häuser bauen muss. Hier, 5 Stück. Forschung. Gehen wir mal zur Forschung hin. Ich mache mal den hier. Verteidigungstaktik. Naja. Sind wir bei? Sind wir bei? In der Allianz bin ich glaube ich gar nicht mehr. Die haben mich geschmissen. Wie immer. Privat, privat, privat. Da kann ich beitreten. Level 2. 400.000, das habe ich am meisten. Dann werde ich das wahrscheinlich bezahlen. Also das auf keinen Fall. 100.000, 400.000. Yep.
Ich habe ihn überholt. Den Spion. Oh ne, das ist mir so teuer. Gildenshop. Ja, man kann hier Schilder kaufen, die bis zu 7 Tage gehen. Hilfe war ich schon am Fordern. Oh, das war das, wo ich bezahlt habe gerade. Okay. Okay. Schlechte Machtzunahme. Da fehlen mir noch 50. Ah, wie kriege ich die durch Forschung und Station Verbesserung? Schon fertig. Schön. Und was mit denen? Warum kann ich den nicht? Ab 13 erst. Okay, in 4 Stunden kann ich die nächste Truhe öffnen. Level 12 oder höher? Ne, das schaffe ich nicht. Level 13 oder höher? Ach. Baue Kristallgas oder Erze 2 Sterne ab. Das schaffe ich. Hier bin ich. Ist das jetzt 2 Sterne oder? Na egal. Schließe einen aus. Ach, das kann man machen, genau. Vom letzten Mal die beiden noch. Mein Team 1 erfolgreich einsammeln. Warum steht hier eigentlich nie eine 1, wenn die fertig sind? Naja, egal. Die nächste Mission. Schiff B, Schiff A, die sind nicht vergeben. Und dann nehme ich den schlechtesten. Das ist die Frau Doktor. Und starten mal den. Du sollst dahin. Du sollst dahin.
Oh, der könnte. Achso, der ist ein Schiff, deswegen. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur laut gedacht. Okay, Tagesziel fertig. Eine Truhe kriege ich. Dankeschön. Ein Meilenstein. Schauer, was sagt er? Produktion gestoppt, Lager voll. Rekrutieren. Oh ja, schön. Ach, die ist doch gerade unterwegs. Ich kann sie nicht ausbilden. Das ist doch ärgerlich. Da könnte ich jetzt jemanden ausbilden. Aber nein, Offizier ist nicht da. Oder geht das trotzdem? Gerade unterwegs. Das ist so traurig. Die hat so lange gewartet. Das nächste Jahr? Was war das? Das nächste Jahr hieß das, ne? Das nächste Jahrhundert. Ach so, Jahrhundert war das. Da habe ich, glaube ich, drei Stück von. Ich habe da jetzt auch so ein bisschen verstanden, wie man die Gruppen zusammenstellen muss, die auf dem Schiff arbeiten. Da musste man nachschauen nach den Gruppen. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Zum Beispiel, Data ist auch das nächste Jahrhundert. Wenn ich hier drauf gehe, steht hier Gruppe das nächste Jahrhundert. Und danach muss ich halt schauen. Und die Leute muss ich dann immer zusammenstellen. Andermal. Ein andermal. Und wenn ich die hier nehme, die sind jetzt nicht mal ein andermal, die sind Sternenflotte Akademie. Also ich habe jetzt schon mittlerweile vier Gruppen. Das ist die andere Gruppe messen und abbauen. Vermessen und abbauen. Also das sind meine vier Gruppen. Aber die hier. Dann die Sternakademie messen und abbauen, der gehört dazu. Und das nächste Jahrhundert. Die müsste ich dann immer zusammen in ein Schiff packen. Dann kriegen meine Schiffe so einen Bonus. Da, Schiff verwalten. Und wenn ich jetzt Offizier zuweisen gehe, dann zieht ihr, die haben immer so einen Bonus. Und wenn ich jetzt den anderen da reinpacken würde, kriegt er den Bonus nicht dazu. Deswegen immer nach der Gruppe. Immer auf der Gruppe achten. Wo die sind. Bei denen kann ich jetzt gerade nicht nachschauen. Weil die unterwegs sind. Aber den habe ich auch drauf geachtet. Gut, dann geht es jetzt weiter. Da leuchtet immer noch. Achso, das ist ja die Frau, die gerade nicht da ist. Quasha. Geht nichts. Dann gehen wir dahin. Sind wir bei? Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Muss ich warten? Ja, das schaffe ich jetzt eigentlich auch nicht, oder? Schleichende Machtzunahme. Drei Stunden im Besitz.
Eine Stunde. Eins, zwei, drei, vier, gratis. Jawohl. Schleichende Machtzunahme. Sieht ja mal richtig gut aus. Jetzt kommt die Forschung noch dran. Habe ich denn was, was schnell geht? 40 Minuten, 3 Stunden, 2 Stunden, 2 Stunden, auch 2 Stunden. Das kann ich nicht. Zu wenig Ressourcen, 4 Stunden. Das ist bei Kampf und bei anderen Forschung. Und bei Station zum Beispiel eine Stunde. Fehlen Ressourcen, eine Stunde. Fehlen Ressourcen. Dann würde ich den einnehmen aus dem Kampf, weil bei den anderen ist nur nichts. Kann ich alle noch nicht spielen? Doch, hier? Ne, 25. Ne, hier kann ich nichts. Da hinten die dann auch nicht. Geht auch nicht. Den habe ich schon. Und den kann ich nicht. Dann nehme ich den einen Kampf, das war der hier, 45 Minuten. Was brauche ich? Ach, diese. Ach, Mensch. Dann gehe ich nochmal hier auf Station. Ich auch diesen Steine. Die blauen Steine. Mensch, die nerven. Und wieder zurück zum Kampf. Ich glaube, hiervon konnte ich nicht machen. Nimm mal den einfach am Vordern. Zählt er schon? Zählt noch nicht? Nein. Okay. Dann machen wir wieder Beschleunigung. 3 Stunden haben wir einen. Dann nehmen wir die halbe. 15 Minuten. Eine Minute. Ab 5 Minuten ist es umsonst. Warte mal nochmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5 und eingeschlafen. Und da, gratis. Fertig. Geht nix. Da. Jetzt war den schon mal zum Lernen an, machen können. Wuhu! Und schon wieder was. Das fehlt der dann noch. Ja, okay. Die beiden und da bin ich bei. Dann werden wir jetzt schnell eine Mission machen. Missionen. Wir fliegen auf eine Mission. Okay, das machen wir nicht. Dann fliegen wir dahin. Hallo.
2100. Ich bin ein bisschen stärker. Oh. Dann fliegen wir mal hin. Kein Warp. Ist das bei mir in den... Oh, das ist genau neben meinem Haus. In meiner Basis. Angriff. Go, go, go. Bim, 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 bim. Ja, ich hab ihn besiegt. Kibisch, Kibisch, Kibisch. Dann, wenn wir schon mal hier bei der Basis sind, dann würde ich sagen, wir fliegen zurück und lassen ihn reparieren. Rückflug. Habe ich eigentlich noch eine Quest hier in dieser Galaxie, wo ich gerade hier bin? Einmal kurz hier rumrutschen. Reparatur ist weniger wie 5 Minuten, also gratis. Das schaffe ich nicht zu bauen, das schaffe ich auch gerade nicht, weil ich gerade an was anderes am Bauen bin. Und da komme ich nicht hin. Na, ist doch gut. Wie lange fliege ich da? Oh, 3 Minuten 20. Wo ist denn das? Am anderen Ende der Galaxie? Da, okay, ich bin... Da oben bin ich. Auf Fiat. Dann ich auch hier lang fliegen können. Ja, ich denke mal, der nimmt schon den kürzesten Weg. System zeigen. Oh, was gibt es denn hier für Material? Ah, hier ist das 2-Sterne-Kristall. Ah. Ich hab's gefunden. Ich habe es gefunden. Hier ist auch eine Quest abzugeben. Also schon mal 2. Ja, 2 Queste. Questerede. Ah, hier gibt es das 2-Sterne-Material. Der braucht noch 10 Minuten. Vielleicht reicht das ja auch. Aber ich wollte sowieso noch die Quest hier machen. Dann fliegen wir mal gerade da hinten rüber. Quest abgeben. Was ist denn da? Machen zu. Nichts. Nur ein Punkt, der leuchtet. Und was muss ich danach machen? Das war jetzt das hier. Die Schlichtung. Alle, die keine Levelanzeige haben, denen gebe ich einen Stern, dass die ganz oben sind.
Und den Level 9er gebe ich einen Stern, weil das mein kleinster Levelbereich ist. An Queste, die ich habe. Besiege ein Feind auf Level 11, 12. Das will ich zwar schaffen, aber wir machen erstmal das hier. Ah, wo bist du? 30 Sekunden. Können wir mal den Shop anschauen. Eieiei. Entweder 600 Strunggold oder 5 Euro. Geschenke, in 5 Minuten das nächste Geschenk. Allianz. Kommt da noch was? Außenteam. Na gut. Ach, schon da. Passt ja. Jetzt fliegen wir schnell weiter, so die Quest nach da unten. Ich glaube, den kann ich nicht besiegen. Ach, 2300, klar, das schaffe ich. Hallo. Hallo. Wer bist du? Bei Notebook Dumbly. Genau. Mein größter Fan. Lol. Go, go, go. Ping, 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 ping. Ach, ich wollte gerade ranzoomen. Da hat er schon kaputt gemacht. Naja, die Schlichtung ist fertig, abgeschlossen. Schön. Dann werde ich jetzt noch einmal die eine Quest hier hinten abschließen. Und dahin fliegen. Los. Ah, Orion. So schön. Probier mal. Zerstören. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber warte. Na gut, okay. Ich gehe nochmal auf Ort und nochmal das Gelände hier abschauen, ob es hier was gibt. Also dazu würde ich sagen, ich fliege dann nach Hause, lasse das Schiff wohl reparieren, brauche ich ja noch gar nicht.
gibt es keine Quest mehr drin, das ist gut. Dann werde ich hier einmal ein Level 12er, muss ich glaube ich zerstören, war das, ne? Sehr schwer. Ein Level 12er. Den schaffe ich nicht. Der ist stärker als meiner und so ist auch stärker. Ne, hier gibt es nur diese schnellen Schiffe. Da kann ich nichts machen. Gut. Dann fliegt der Rückruf. Und wir fliegen zu unserem Außenposten nach Hause. Hui Piui. Der ist auch gleich fertig. Prastahl. War nur auf den Erd 2 Sterne oder auf Prastahl auch? Tagesquest. Kristall, Gas und Erd 2 Sterne. Also Prastahl steht da gar nicht. Das tut mir echt sorry leid, aber ich glaube, ich habe das falsch abgefarmt. Ach, 5 Minuten. Ha, Gebäude fertig. Bam, badam, dam. Das will ich mal für nächstes Mal auf. Ich brauche was, was lange dauert. 3 Stunden. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Akademie? Und das? Kann ich nicht anklicken. Das ist mein Hauptgebäude. OPS. Forschungslabor. Schiffshangar. Oh, das dauert ja, bis ich da bin. Welches ist denn das? Hier. Da muss ich OPS 18 sein. Abholen und ja, komm, noch 30 Sekunden fertig, dann fliege ich zurück und dann schauen wir, ob die Quest fertig ist oder nicht. Schön wäre es, wenn sie fertig ist, ansonsten müsste ich sie das Schiffchen nochmal woanders hinschicken. Und jetzt weiß ich, wo das 2-Sterne-Erz ist. Kann ich das Erz eigentlich schon abbauen? Weil ich habe hier nur das Sparstahl und das hier. Das ist auch ein bisschen doof immer. Wer fertig geerntet hat, muss ich ihm persönlich nochmal sagen, er soll zurückkommen. Er wartet uns die ganze Zeit dort an der Stelle. Reparatur. Fertig. Heimat. Beide Schiffe sind da. Und ich habe die Quest nicht fertig. Natürlich nicht. Also, wieder losschicken. 2-Sterne-Herz. Jetzt wissen wir allerdings, wo das ist. Es war...
Hier war das, oder? Nein. Da war es das hier. Genau. Kurs dahin. System. Warte mal noch mal kurz. 3 Minuten. Kurz ist gut. 3 Minuten können so lang werden. Orden. Kommandant. Orten, flieg schneller. Hast du kein Turbo? Riegel. Und wo ist er? Immer noch nicht da. Da war ich doch nicht, da kann ich noch nicht reinschauen. Hier fliege ich immer drüber. Aber ich kann auch nicht reinschauen, weil ich noch nicht da gelandet bin. Ach je. Aber ist ja egal. Wir müssen nämlich dahin. Da, die letzten Meter. Gleich hier landet, setze ich ihn gleich hier drauf. Da ist er. Zack. Gut, 3 Stunden. Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit nächstes Mal seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.